Ekran! Ekran is niet de shop, als van een waan. Ekran! En ik loop die aan met ons touwteranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, lieve vriend. Welkom ter het programma Ekran. Dankjewel dat je van jou die radio eingeschaltet hebt en voor jou wat op YouTube zendt. Habt eine schöne Titel mit uns. Mit mir habe ich hier von der Lise Unger. Willkommen hier, das erste Mal im Programm, in dem Programm. So, kannst du dir einmal kurz vorstellen? Ich bin Lise Unger, ich bin geboren in Tschöroi. Und habe mich dort befreit. Und sind wir all meist 29 Jahre befreit. Wow. So. Sehr schön, dich hier zu haben. Ich kenne dich all ziemlich lang. Sie sind hier von Bolivien und für was ihr Evasasio trägt, seit in Bolivien trägt dein, dann wie ein von der ersten Lied, wo ich ein bisschen Chana lehre dein. Und das freut mich noch einmal, dass ich dann noch habe. Aber ich werde auch, weil ich von dir nicht rede, für dich wird das nicht weiter, mein Name ist Eduard Giesbrech. Und wie wollen von dir über ein Thema reden, wo noch niemand ist hier über ihr Red wurde, und ich werde von dir in eine Erfahrung reden, und dort ist über Kinder annehmen. So, fang einfach mal deine Geschichte an zu vertellen, deine und jetzt seine Geschichte. Ja, wir befreien uns, dann wie mehr 16 Jahre befreit. Und dann hat wir ein Jung. Wir haben mit überrascht, wir haben noch nicht mehr geredet, wie wir die Kinder haben, aber wir haben ein. Gott schenkt uns einen feinen Jung und so einen klugen Jung. So, und dann haben wir die allein. Und wir haben 3 Jahre und dann sagt er, ohne Kinder, dann fahrt er auch, wie will er ein Zaster will er haben. So, und dann Luther hat wir auch die Gelegenheit, wie kriegen ein paar Dichterli Jäuwe ans ein Kind. Da wir saßen ja, wie alles hei, aber hei konnte dort nicht verstehen, und hei sagt, als die euer im Haus Uram, als die alles hei sind. So, wir können da gleich reden mit ihm, und wir verstanden das alle. Hei verstanden auch. Dann hat wir dort Kind nie Monate und dann verklärte der Alter uns, dass wir das gestohlen haben, und das hat wir nicht gestohlen. Der Alter hat uns das gegeben. So, und dann waren wir das hier los. Und dann wir waren allein, und dann Lothar schrieb, wie die Lehnheit von ein paar Spanier früher, wie eine Früh mit 8 Kindern. So, hat nicht Monate bis 8 Kindern. Und wir sahen oben, und dann gibt er uns ein Kind, ein Mädchen, ein Junge, wie saß die, ein Junge, wie wir feiern, ja. Und dann hat wir diese 8 Männer, und dann kamen die Mama Tätchen und die Kinder. Dann konnte es mäßig auch sein, dass die sehr schmack Leute. Ja. Und die wundern sich immer wahrer, wie schmack sind die Kinder. Und dann sehen sie, aus der Weich waren, dann sehen sie nach, dass, wie soll es anders sein, und sie wird uns schreiben. Und dann, wie sie jetzt trainen, fängt auf gut an, dass die wollen für die Kinder drehen haben. Okay. So, dann muss wir die Weih drehen, Leute. Und das ist sehr schwer. Das ist dort, ich kann ja eher adaptieren, aber ich kann nehmen und dann. Ein paar Monate, die verleihen. 6 Monate, 9 Monate, dann machst du die gut gut. Für mich in Verein wieder besonders, sag ich mal, von uns innen jung. So, und dann, weil wir uns einig, wie wir aber nicht mehr Kinder haben, annehmen wollen, was nicht älter wurde. Okay. Ich würde lieber von Kinder haben. Wo wird das beginnt in der Eie? So, also, die haben 16 Jahre keine Kinder und aus. In der deutschen Welt, so wie das echt, dass wenn es keine da oder abgewachsen sind, du hast dann auch ein gewissen bisschen Druck auf die nicht so, dass die Mädchen Kinder haben oder so, oder fällt dir dort nicht ein, so ein bisschen? Dort just kann ich nicht sagen, aber früh fällt sie anders, wenn sie nicht Kinder haben, ohne frühes Hand Kinder. Ja, das so, dort kann ich auch immer fällen. So, nun hat ihr das erfordert, ein bisschen mit Kinder annehmen, oder hat ihr dann nicht so geschafft, was ihr gedacht hat. Weil die immer beide Kinder haben, oder wie wir an einer, was wollen einer nicht, oder? Mein Klima ist 3 Gründe von Pferden, dass wir haben Kinder heute, heute 2 Mal heute, wie die Elaine hat. Okay. Einmal schon ein Jahr haben, die Jeff uns, weil uns ein Junge hier von ihm hat. Die hat dann noch Kindchen? Die hat dann noch Kindchen. Und dann, ich würde auch 15 Nummer haben, aber ich bin nicht reut. Okay. Sondern, reden wir aber nicht. Okay. Und dann wieder gut lernen, Luther, dann schon meine Mom an den, in den 2. Jahren war, da wir nie ihre Brüder das Mädchen. Und den nächsten Tag kamen sie an, da wir ein ganz nie Brüder bewegen. Kamen sie an und dann rot sind und gibst du mir das in den Händen und sagst du, das war halt die Unvertrieb. Das kann jemand sein. Ich nehme das und hält das durch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da wir sehr überrascht. Und dann früher geht und dann noch, ich will nicht reut. So dann lade ich das war der Tag.
ik neem dat niet. En ik word immer terroren, maar lief, want het is niet bij eenig zijn, laat ik niet in je handen nemen. Dat is veel raar zijn, want het lief zich bij eenig zijn en bij wel zijn. Weet je, van immer een die een is, dat wordt dan schoon in de familie. Zo, so dan nu, want we dan, dat je er verab wonen, nu had je al Randy, had je al een jong. En welkom je dan dat hij ook gingen wel opnemen, maar dat hij dan op eenmaal ook weer doet. Ja, hij zegt ook dat hij een jong veel partner en ze waren allemaal aan arm en dus. Die verstand zich, als wanneer ze niet verstand op te stellen, man ook niet gingen. Want we tussen geen trouble hadden, maar man andere mensen weer allemaal trouble. En dan waren hij ook eigenlijk in eigen beden veel, hij had er weer beden. Want de gaat zien wel weer dat we zullen mij gingen gaan en gaat anderen kunnen wat laaien. En dat hij ook. En dan waren hij ook eigenlijk in dan waren. Waar we ons dan bij eindigen dat we worden van tien jaar heen nemen. Zo, nu hij feiersmaken tien jaar, Randy en dan nog... Lauren, Julian en Christian. Zeer, zeer smaken tien jaar. En kost hij me wel zeggen, waar we deze ganze ervaring hebben dat deze tien jaar aan te nemen. Want dat van een tien jaar heen, dus zij hebben deze handen onder andere. De tjane niet onder andere. Oké. De eerste bed. Wieder die ersten zwei. Okay. Und dann zwei Leute da wieder ein. Okay. So, und die erste Bär, das ist die Schwester. Okay. Das ist der Bruder. Und als die, wie früher bin ich auf Kurt an. Und wie wollte ich Kinder adaptieren? Und die verhalten uns zu Fußmann. Und sie sehen, dass wir in der Post wieder zwei Kinder, die ein paar andere Lieder wollten nehmen. Und als die Kinder sagen, hat wieder die Geld gewas. Okay. Und wenn sie nicht in Reihen auszulesen. En dat had ook niet gehad. En dan weer de kinderen in de pas. We hebben de eerste de proces weer de jongen kon de kinderen adapteren. Zijn dan van wie met dat aan? En die dat 7 maanden. En kon we het eerste maal. Moest we van mijn rechter eerst. En je hebt de rechter en ze trachten. We kunnen de kinderen een keertje voeren. Zo en die duiden de krijg. Woorde als we de hand hebben. Moest we de beste leren. Was die aan hebben. Wie kan die eindig. Maar de kinderen ooit aan. En pakt ons armen. Mom en Daddy. En dat zag ze, die hadden ze lang gekend. Ze hadden aan de beste wezen dat ik wilde, want er alle woorden zijn. En de psycholoog had de dan bezien. En die stond in tijd en ze hadden een klein steeds. En dan zei ze, hier is een klare ding van God. En ze zijn die niet kennen. Zo, en die ging er weer. Ze wie bis ganz daarheen. En dat wil te feilen. En als we wij voor die kennen, zei je rood, ze niet met kunnen. En we moesten dan, 5 dagen moesten we aan het bezien komen. Oh ja, wie een kunnen meenemen. Dan nog 5 dagen kunnen ze niet... Nog 5 dagen, dan dieren we nog klim met een paar dagen alleen en dan kunnen we aan het komen halen. En je hebt de rechte eerste draag dat we aan het kunnen meenemen. Maar jedes moment waar we wijfvoeren, die kleine Christian, die stond om haar in de rood. Zo, hoe lang hij deze Christian, je noemt dan Christian en... Christian en Laura. Hoe lang hij dan? Daar hebben we, dat wordt neemt op, in november wordt het 5 jaar. Van de warme over 5 jaar, wie so, der hand. Wo sperrt sich dort in de Chor dat eerste Mal, wat je nu hieß vor der Dere? Dat wir ihn sehen, war nicht jetzt. Wie jön Randy dann mit? Ja, Randy wie mit. Der Bär. So jene Familie hat sehr wohl sich gewartet. Sehr wohl sich gewartet. Und wo wird dann das nächste Mal, als sie danach, dann um je dann... Dann 2 Jahre, da wie Juliana. Juliana, und wo wird dort? Dort wird interessant. Da hat wir bis Laura und Christian mit. En dan moesten we ware farmrechter, dat ze ons dat draagje hebben te holen. En de rechter vrouw die stond bij 60% dit die kinderen wat je eerst holde. Dan zei we dezelfde rechter vrouw. En hij zei, ja dat zijn die. En dan konden ze het meest niet luiden dat dezelfde kinderen waren. En zei we bij zijn broer en ze zei, hol dat andere ook nog. Dat je dat ook nog aan. Wow. Zo, en... Kevin, ik vrij me zo zeer jong te zijn, maar als familie, jedes Mal, wat ik jong en betraf. En ik zei me wel wat van zijn, deze drie kinderen, er een nieuw feiertje met Randy Taub, maar deze drie kinderen, wat sonst keine ouder horen, wat ze kennen, Jezus kennen leren in jouw familie, wat ze kennen, je zijn, wat van jong en zich je lijf feilen, en in een zet, wat ze werkelijk als vaste personen geven dan. So, wat voor een rood hast je van ernst al, van de politie de denken aan Kinder aannemen? Ik wil met je spreken. Okay. Kinder adapteren. Weet je, er zijn zoveel Kinder wat schreeuwen naar lijf. Ja.
besonders in Kenia haben. Es hier wäre 120 Stück und da wäre sehr viel verstarrte Kenia. Und ich würde jedem einmal zu sprechen, soll ich Kenia nicht annehmen. Man sollte, wenn es mal ein Sehen sein für dich und die Leute, und an sich Kenia auch immer war. Sei uns immer wahr, wir können nicht dankbar genug sein, dass wir ein Hemd in Christus gekriegt haben. Sei haben alle dem Herrn Eunum, alle Feier. Und wie viel wird er dort essen? Wenn sie nicht dann drei Vorräten und das sagen, das ganze sind Katholiken. Und dort alle sagen, die Kinder können nicht sein, nicht dankbar dafür. Und wo ist das, du vertellst mir, ich nehme alles, wie hier anfangen, was hier von wann die Trägen um Kinder heimführen dort, oder wann die Duhanje vorher wäre, du wäre, all die anderen Kinder wird auch wohl mitgenommen worden. Wo ist dort Gefühl? Würde er eins von bloß alle Ola mitnehmen? Das Gefühl ist, dass die Ola mitnehmen, aber das kostet nicht. Ja. Und das ist ein Boy. Ja. Es ist ein sehr viel Kinder, die sich in Trüri an und fragen sie, kann ich mitlesen, wem die wollen? Ich sage, nee, wir können nicht lesen. Wenn sie auf Halle sich einlädt, dann sagt sie, ihr lesen bis da, ihr den Erd nicht. Und sie sind dann nicht Geld genug. Und das sind schmucke Kinder. Wow. Aber die Leute wissen älter und sie sagen, die von Kinder haben sie auch, das sind wenig älter Wortwähler dort alle nehmen. Ich wollte das als schwer. Die erste Zeit das als schwer. Die Kinder dort zu lehren und belehren. Aber dort lernt sich. Und ich glaube, dort können Menschen mehr merken, dass sie sagen, Alter, wenn sie die nicht hier ist, es kriegt, wie viele Kinder du noch auf der ganzen Welt sind. Das ist nicht bloß hier in Bolivien so. No. Ich bin von Paraguay, aber ich weiß, ich habe in Kanada gewohnt, und ich weiß, in den zwei Ländern kann ich auch so eine Menschen, die Kinder angenommen haben, was für ein Sehen dort kann sein. Und so ist es, wie es der Sehen ist vielleicht nicht, dass alles gleich ist, aber der Sehen ist viel gerade aus. Oh ja. Das ist gesagt, wer sich die Arbeit übernimmt und die Kinder haben Lehrte. Muy lindo, Lise. Ich würde keine Aufrufe von Kinder haben. Mich interessiert das auch mal. Was ist für die Bibel? Was hat die Bibel in diesem Ganzen gesagt? Wenn Jesus sagt, ob ich stehe, dass wer immer ein Kind abnimmt und sie genommen, der nimmt auch ab. Und da bin ich auch gerade und wichtig, dass Wirklichkeit, einer fällt das auch. Ja, du hast Jesus abgenommen. Jesus abgenommen. Und weiß, in einer nahm dich hier ab und lehrte von dem Herrn. Und wir früher da sind. Und danach, Jesus sagt, und Kinder sind ein Geschenk von ihm. Ja. Und sie sehen. Das sagt das ähnlich hier im Psalm 127, Vers 3, wo wir uns kriegen, ich will lesen, wie wir mit dem Programm anfangen, weil das mal lesen. Das sagt, Kinder sind ein Sehen von dem Herrn. Kinder sind ein Geschenk von ihm. Und ich glaube, das ist ja wie alle wirklich später, besonders der Ältere, was wie eine Kinder haben, weil man sagt, von uns blöd, was von uns gekommen sind, aber ich glaube, krieg so, keine so eine Kinder, was angenommen sind, auch so ein Sehen vom Herrn sein, nicht so? Ja, das ist ein sehr guter Sehen. Und ich, in der Saal, für uns sei, das ist unterblöd, wie es sind, die Kinder. Kinder sind, was du dir liest, das, was Kinder sind. Und wo du, wie du dir läufst und wie du dir abtragen ist. Bei mir, der merkt, ich mir schreibe, wo das Licht ist und der Dunkel sind. Das sind, Kinder sind alle gesehen von Arm, Kinder sind alle geschenkt von Arm. Bis die kriegt Licht auf eine kleine Hand, auf eine Hütte Hand. Ich würde bis jedem einen Teil rufen, nehmt Kinder Hand, weil je nicht, noch Kinder Hand, aber die Sonne, dass die Sölle nicht die Lehnt würde vorbeigehen. Vielen Dank, schön, Lise. Hast du schon gut mit dir über das Vertalen? Und ich glaube, da wird für viele zum Sehen sein. Ich möchte Gott jeden Tag wieder sehen mit deiner Familie, die ihn gibt. Dankeschön. Ich glaube, die sind sehr gute Eltern. Und Gott hat ihn hier auf dieser Stelle, der hat ihn diese Arbeit gegeben. Der hat ihn dort anvertraut. So, ich möchte dir, glaube ich, auch wieder sehen. Und auch wenn du dort daran denken darfst, vielleicht Kinder Hand zu nehmen, bete darüber, frage Gott. Und wenn er die in der Wahrheit lehren darf. Und die eigentlich best mit deinem eigenen Partner, dann wirkt ihr zusammen und merken, so wird es auch zu lernen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Audio dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur @gmail.com.